Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Samtex Wookie und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Battlefield Hardline. Das ist die vierte Mission. Klappe zu heißt das Ding. Und in der vierten Mission gibt es leider keine nennenswerte Zusatzerfolge, wo man hier in der Mission speziell machen kann oder machen muss. Hier geht es einfach nur darum, also die Gegner zu verhaften, die was man hier verhaften muss, oder die Dateiordner zu finden oder die Fälle zu lösen und so weiter. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu machen, und die Erfolge sind dann auch nur notwendig für, wenn man das in jeder Mission gemacht hat, bis zum Schluss hin, dass man hier den Erfolg kriegt für alles aufgedeckt oder alles gelöst und so weiter. Also das zeige ich hier, und Erfolge wird es keine geben, bis auf den Erfolg zum Schluss fürs Durchspielen halt leider. Dann eine kleine Geschichte zwischendurch, hat jetzt nichts mit Battlefield Hardline zu tun, sondern ja mit Leistung von Xbox, sage ich jetzt mal. Ich habe das aufgenommen, das Game ist wie gesagt auf der One aufgenommen. Ich habe es auf der 360 gespielt, ich spiele es immer auf beiden Konsolen, vorausgesetzt das Game gibt es auf beiden Konsolen, zwecks den Gamertag-Punkten. Und jetzt die Tage ist rausgekommen, das Lego Jurassic World. Eine kleine Geschichte dazu, hat natürlich mit dem Game hier nichts zu tun, aber ich finde trotzdem ganz interessant, was die Leistung von Xbox jetzt angeht. Du kaufst dir zwei Spiele für 70 Euro oder ein Spiel für 70 Euro für die One und eins für 60 für die 360 Euro. Macht 130 Euro, und dann geht's los. Du installierst die Spiele. Bei der One musst du es installieren, dass du spielen kannst. Auf der 360 nicht zwingend, aber du machst es, dass halt die Ladezeiten kürzer sind oder besser sind und so weiter. Ja, und dann fängst du spielen an, weil du hier Lego YouTube Let's Play machen möchtest und so weiter. Und irgendwann spielst du, bis bei 80%. Dann kommt eine Aktualisierung von dem Game, Lego Jurassic World. Und nach der Aktualisierung, die Aktualisierung wird komplett nicht beendet. Und dann sagen sie dir, das sagt Xbox nachher, oder die Konsole sagt dann hier, was haben sie gesagt? Nach der Aktualisierung und Spielstand unkompatibel. Das heißt, das passt nicht zusammen. Was für ein Schmarrn. Können die wirklich überhaupt nichts? Das kann aber nicht wahr sein. Nicht kompatibel. Bringen sie eine Aktualisierung raus, wo nicht zum Game passt. Du aktualisierst das und kannst dann nicht weiterspielen. Was machst du? Bist bei fast 80%, 79%. So. Xbox angerufen, und normalerweise sind die ja eigentlich rund um die Uhr erreichbar, und dann waren sie 3 Tage nicht erreichbar, haben halt drei Tage zugemacht. Wahrscheinlich entweder wurden sie gehackt, ich weiß es nicht, aber was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, oder hatten halt irgendwelche Fehler, keine Ahnung, jedenfalls waren sie nicht erreichbar. Du kannst nicht weiterspielen, du hast das Game zu Hause und kannst nicht spielen, was machst du? Online Fehlersuche gegangen, und dann haben wir die Systemcharge, die haben mir gelehrt, den Spielstand gelöscht, das Spiel von der Festplatte runter installiert, wieder rauf installiert, dann nochmal angefangen, die Aktualisierung nochmal gemacht, das gleiche nochmal, das haben wir 3-mal gemacht, es ging nicht, hat sich nicht beheben lassen. So, und dann haben wir gesagt, ja, dann spielen wir halt offline. Dann haben wir die Charge nochmal geleert. Sprich, die Charge ist dafür da, dass die Aktualisierungen von dem Game weg sind. Das heißt, wenn ein Spiel aktualisiert wird und du funktioniert dann nicht, dann ist meistens die Systemcharge schuld. Das wird runtergelöscht, dann ist die Aktualisierung mit weg. Wenn du dann im Offline-Modus spielst, wird es ja nicht aktualisiert. Das heißt, du kriegst die Aktualisierung nicht, es müsste eigentlich funktionieren. So, das haben wir 3-mal gemacht, sprich, wir haben 3-mal einen Spielstand gehabt, einmal, ich glaube, 24 oder 30% oder sowas, einmal 60 und einmal 79%.
Problem. Das erste Mal war es, durch die Aktualisierung ging es nicht, und dann zweimal haben wir es aktualisiert, nicht aktualisiert, sondern im Offline-Modus gespielt. Dann habe ich zwischendurch nur mal die Konsole an, ans Internet wieder hingehängt, dass ich meine die Gamertag-Punkte aktualisiere. Bin aber nicht auf das Spiel gegangen, dass man auf der One die Gamertag-Punkte sieht, weil ich bin dann, war kurz vor den 250.000 Gamertag-Punkten, und die wollte ich dann endlich aktualisieren, dass ich die 250.000 Gamertag-Punkte habe. Dann haben wir das gemacht, haben aber nicht auf den Spielstand zugegriffen, also keine Aktualisierung, gar nichts. Konsole aus, vom Netz getrennt, Spiel rein, wollten Lego weiterspielen. Es ging auch zum Spielen, paar Minuten, und dann haben wir ausgemacht, wieder angemacht, und dann haben sie gesagt, Speicherstand beschädigt. Meine Güte, jetzt gibt's das Xbox-Zeug so lange und die werden immer schlimmer. Speicherstand beschädigt. Wie kann denn das sein? Wir haben es nicht richtig ausgemacht. Wir haben es richtig ausgemacht. Wir hatten keine, was soll ich sagen? Wir hatten es nicht vor dem, da kommt immer das Speichersymbol, Achtung, speichern, jetzt nicht ausmachen und so weiter. Das haben wir gemacht. Das haben wir natürlich nicht zu früh ausgemacht. Ich spiele seit 12 Jahren, bin ich bei Xbox Live dabei, spiele Xbox. Und es ist nicht meine erste Konsole, also ich weiß auch, was ich tue. Und aber es hat dann nicht funktioniert. Speicherstand beschädigt. Dann dachte mir, gut, dann spielen wir halt offline weiter. Wir konnten auf den Speicherstand nicht zugreifen. Was haben wir gemacht? Haben das Spiel an die Konsole ans Netz hingehängt und haben gehofft, dass die jetzt den Bug mit der Aktualisierung behoben haben. Nein, der Bug war dann noch schlimmer. Mussten wir es nochmal runterlöschen. Systemcharge leeren. Das war gestern. Systemcharge leeren, das vierte Mal. Spielstand löschen, Spiel runter installieren, rauf installieren und mit Spielstand, Speicherstand 0 anfangen. Mein Gott, weil die zu dumm sind, das richtig zu machen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Meine Güte, Xbox angerufen, ja, wir haben Probleme, was weiß denn ich, was interessiert denn mich das? Meine Güte, so ein Mist, du willst nur, was will der Zocker großartig machen? Will bloß zocken, mehr willst du da nicht, ob offline oder online. Wenn Spiele wie Offline zum Spielen sind, macht das eigentlich nicht wie Lego, aber nicht mal das kriegen sie hin. Wahnsinn, da zahlst du so viel Geld dafür. Also ich weiß noch, wo hier bei uns im Ort, da gab es früher einen Gameladen, da sind sie alle hingesprungen, das war The Plate. Da bist du hin, wenn du Spiele gewollt hast, da hast du alles gekriegt, auch die, was es so nicht hat geben können. Es war ein kleiner Spielladen, der war einfach top. Und heute, da waren die Preise auch noch, ich glaube, bei 50 Mark oder so. Also nicht so 70 Euro, 60 Mark. Das war, jetzt kosten die 70 Euro oder 60 Euro. 120 Mark. Und dann funktioniert der Dreck nicht mal. Und die Konsolen, was die kosten, will gar nicht wissen, wie viele Konsolen ich schon gehabt habe. Und dann schafft es nicht einmal, die Konsole, die Spiele richtig zu machen, dass man richtig spielen kann. Meine Güte, also das ist so ärmlich. Also schlimmer geht's ja gar nicht. Wahnsinn. Was hat das mit dem Spiel zu tun? Tut mir leid. Überhaupt nichts. Gar nichts. Aber da ich mir fast sicher sein kann, hier, dass das erstens bei 124 Abonnenten keiner anhört, kann ich mir das eigentlich fast erlauben, dass sie hier ein bisschen rumlästern, und schon gar nicht, wenn die Folge 25 Minuten geht, dass sich das überhaupt so lange einer anhört. Also, nichtsdestotrotz kann ich meinen Frust hier kundtun und ein bisschen über Xbox schimpfen. Schimpfen ja nicht gesagt, das sind ja alles Tatsachen, das stimmt ja, was ich so sage. Gestern haben wir es dann nochmal probiert mit der Aktualisierung. Mit der Aktualisierung haben sie mir gleich alles lahmgelegt. Es ging ja überhaupt nichts mehr gestern. Wahnsinn, schaffen es nicht. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Wie lange ist der Lego schon draußen? Furchtbar. Wahnsinn, wenn das so weitergeht, wechsle ich zu PlayStation und fang nochmal von vorne an. Das dazu, hat nichts mit Battlefield zu tun, ist ja auch okay, das macht nichts, keiner hört sich das an. Also, nichtsdestotrotz, die, was sich anschauen und schon ein bisschen Xbox spielen, vielleicht ist da einer dabei, der was Lego Jurassic World auch spielt auf der 360, das war jetzt bloß bei dem Game, der wird mich verstehen.
wenn es einer anfängt anschaut und der hat das, ein kleines Kommentar, wie habt ihr gemacht, habt ihr sie behoben und so weiter. Also wir haben wirklich alles probiert, inklusive Support und so weiter. Es ging bei uns gar nicht. Für einen Tipp wäre ich dankbar, wenn es was geben würde, wenn vielleicht wüsste was, was ich nicht weiß. Über einen Tipp, ja, wäre ich dankbar. Also, das war's bis dahin. Das ist jetzt die Hälfte von der Mission. Jetzt weiter, um es bitte so rückgängig kommt, jetzt nachher die ganzen geheimen Dateien, die was man findet. Vorspulen, einfach am Ball bleiben, das wird nachher aufgelöst. Ja, ich wünsche euch noch was. Haut rein. Ciao. Euer Wookie. Also, Nick. Sergeant Karl Stoddard, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Mendoza, es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Hier begann den Drogenkrieg. Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war. Bis auf seine, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Was zum... Hey, Nick, ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es! Kai. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau $33.000. Exakt die Summe, die Nels zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht! Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du... Du hältst dich ja für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. Ha ha.